Ja, das ist einfach unbeschreiblich, wirklich. Dieses Gefühl ist ein Wahnsinn. Wenn er jeder aufsteht, wenn du sagst, bitte aufstehen, und es toppt da jeder mit und es klatscht da jeder mit, das ist einfach unbeschreiblich, wirklich. Genau, wir haben so lange auf diesen Auftritt gewartet, weil in letzter Zeit war es halt ein bisschen schwierig aufzutreten, und deshalb sind wir umso glücklicher, heute hier zu sein und ein bisschen Stimmung machen zu dürfen. Edelseher sind sehr, sehr emsig, sehr fleißig, viel unterwegs, spielen sehr viel und haben immer gute Titel und sind einfach bodenständige, richtige, liebe, nette Kollegen. Und dann, glaube ich, funktioniert es ja, 30 auf der Bühne zu stehen. Es ist natürlich schwer immer zum Vereinbaren, dass man sich daheim dann überhaupt noch sieht, weil er ist viel unterwegs, ich habe jetzt ein neues Album rausgebracht, wo ich jetzt auch Promotion-Tour durch ganz Österreich bin, und ja, da muss man schon fast Termine ausmachen, dass man sich dann trifft irgendwie. Ja, in allererster Linie ist es für mich wahrscheinlich als Fan der Edelseher die größte Ehre, da mit dabei zu sein. Die Edelseher haben mir sehr viele Bühnen ermöglicht in den letzten Jahren, und vor allem, ich habe sehr viel lernen dürfen von den drei Musikern. Wir sind mittlerweile gute Freunde geworden, und vor allem die Sachen, wie man mit Fans umgeht, wie man bodenständig bleibt, wie man das alles zu schätzen weiß, das hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen, und deswegen ist es für mich eine große Freude, dass ich alle Tage da mit dabei sein darf. Hat eben schon begonnen bei der Pressekonferenz, und ja, sie sind mit Platin ausgezeichnet worden, wobei diese Auszeichnung, was sie eigentlich verdienen, die kann man gar nicht in Worte schreiben, und somit wünsche ich denen nur alles, alles Gute weiterhin, und ja, wer nicht Edelseher-Fan ist, der hat wahrscheinlich keine Ahnung von der Musik.